Hi, ich bin Martin. Willkommen auf meinem Maker-Channel. Heute stelle ich euch ein neues Format vor. Und das heißt der 3-Minuten-Donnerstag. Ich versuche euch simple Sachen, Cheats, Hacks, Tricks und Tipps, die sonst keinen Platz haben in meinen Videos und Projekten, innerhalb von unter 3 Minuten zu erklären. Panik, es wird weiterhin Projekte auf diesem Kanal geben, die kommen dann nur nicht mehr so regelmäßig, weil sie extrem aufwendig geworden sind in der letzten Zeit. In der ersten Episode werde ich euch erklären, wie ihr die Sprache am 50 Watt eBay Lasercutter im Display auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Französisch, was auch immer ihr wollt, ändern könnt. Aber lasst uns anfangen. Countdown und los! Als erste drückt ihr den ZU-Button zwischen den Pfeilen, um in das Menü zu gelangen. Dort angekommen könnt ihr nur noch mit dem Oben- und Unten-Pfeil navigieren. Rechts und links ist nicht möglich. Klickt dann 9-mal nach unten oder 5-mal nach oben, um das Kästchen Sprache zu markieren. Drückt auf dem Panel Enter, um das Menü zu öffnen. Jetzt könnt ihr die Displaysprache umstellen. Hier könnt ihr einmal nach oben drücken, um eure Displaysprache in Deutsch umzustellen. Englisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch und Türkisch sind auch möglich. Habt ihr die gewählte Sprache markiert und drückt Enter, wird die Displaysprache sofort umgestellt. Das war einfach, schnell und natürlich in der vorgegebenen Zeit. Ich würde es toll finden, wenn ihr das Video bewertet, wenn ihr mich abonniert bzw. den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und natürlich auch, wenn ihr mich unterstützen würdet, das verlange ich aber nicht von euch. Und wenn ihr Kommentare habt, könnt ihr die unten in die Kommentarsektion reinposten oder reinschreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!